dass man abwägen muss zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem staatlichen Schutz von Geheimnissen wie Kriegsverbrechen? Die Arroganz der Macht, die Skandale der Regierung, sie passen schon gar nicht mehr auf eine DIN A4-Seite bei mir. Ich bin schon auf einer weiteren Seite angekommen. Wir erleben die Dekadenz des spätrömischen Reiches, den Hochmut vor dem Fall. Anders kann man diese Regierung nicht mehr in Worte fassen. Wir gehen heute mal durch das Sammelsurium der reinsten Katastrophen der Ministerinnen und Minister der Ampelregierung. Es ist hier wirklich katastrophal. Sei es Olaf Scholz, unser, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen, Cum-Ex-Kanzler. Hat Olaf Scholz seine Macht als Bürgermeister von Hamburg missbraucht und so der Warburg Bank Millionen Steuerrückzahlungen erspart? Bei Wirecard angeblich von nichts gewusst haben will. Sein Ministerium wurde bereits im Februar 2019 über den Verdacht gegen den Zahlungsanbieter informiert. Und aber bei der Freilassung des Tiergartenmörders hier wirklich deutsche Prinzipien und Werte über den Haufen geworfen hat. Wir haben noch nie einen Mörder eingetauscht. Das haben wir wirklich noch nie getan. Das ist wirklich ohne öffentliche Debatte gelaufen. Shame on you, Olaf Scholz. Was ist denn die Botschaft? Man kann bei uns Leute umbringen und dann wird man freigepresst. Machen wir weiter bei Nancy Faeser. Wo sollen wir da anfangen? Wo sollen wir aufhören? Ihre jüngste Klatsche, wie man so schön sagt, für das Kompaktverbot, was im Eilverfahren wieder aufgehoben wurde. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt teilweise ausgesetzt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte das Verbot als harten Schlag gegen die rechtsextremistische Szene gefeiert. Nun steht die Bundesregierung und der Rechtsstaat als Verlierer da, während Faeser unfreiwillig zur Wahlhelferin für die AfD werden könnte. Oder sei es die BSI-Affäre um Herrn Schönbohm, wo sie reingefallen ist auf Herrn Böhmermann und einen leitenden Beamten aus dem Job gemobbt hat, um am Ende ihn mit 20.000 Euro Steuergeld ein Schweigegeld zu bezahlen. In der Affäre rund um die Entlassung von Arne Schönbohm als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik wird der Druck auf Bundesinnenministerin Nancy Faeser immer größer. Nun ist ein neuer Vermerk aufgetaucht, der nahelegt, dass die Ministerin Schönbohm in jedem Fall entlassen wollte. Oder ihr jüngster Vorschlag, die BKA-Durchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, damit man eine Überwachung in der Wohnung durchführen kann. Mein Gewinner des Tages ist unser Justizminister Marco Buschmann. Er hat nämlich was sehr Überfälliges getan. Es gibt nämlich aus dem Hause von Nancy Faeser, gab es so Pläne, dass man in der Zukunft vielleicht Hausdurchsuchungen ohne irgendeine richterliche Befugnis oder Ähnliches macht, also wenn die Leute nicht da sind. Und Marco Buschmann hat knallhart und völlig richtig gesagt, nein, das gibt es auf gar keinen Fall. Das ist ein Tabubruch in Deutschland. Wir hatten uns an das Grundgesetz und das heißt, die Wohnung darf niemand betreten. Oder Demokratie leben. Ihr wisst alle, was ich meine. Bundesinnenministerin Faeser weitet die Kompetenzen ihrer untergeordneten Behörde, dem Verfassungsschutz, aus, verschiebt ganz nebenbei die Grenzen des Sagbaren. Oder das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, denn es geht auch um verbale und mentale Grenzverschiebung. Wir müssen aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnisten. Aber wir machen gleich weiter mit Annalena Baerbock. Der Visaskandal aus Afghanistan und der Botschaft in Pakistan in Islamabad findet in der Tagesschau absolut nicht statt. Sie erzählen dann lieber die Geschichte über den Gigolo und den russischen Desinformationen, wie sie das so schön nennen. Annalena Baerbock steht seit Februar 2023 wegen einer Visa-Affäre unter Druck. Ihre Beamten sollen ermöglicht haben, dass zahlreiche Menschen mit gefälschten Papieren nach Deutschland einreisten. Die Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes, die die ganzen Abschiebungen verhindern, sind in der öffentlichen Debatte auch absolut kein Thema. Außenministerin Baerbock für einen parallelen Ansatz. Gefährder aus Ländern, in die sich aus ihrer Sicht nicht ohne weiteres abschieben lässt, sollen besonders überwacht werden. Es werden inzwischen sogar Hinweise herumgereicht, dass Frau Baerbock aktiv daran beteiligt gewesen ist, die Freilassung von Julian Assange zu verhindern von WikiLeaks. Ja, so ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit. Warum hat sich die Bundesregierung, können Sie das mal uns erklären, nie für die Freilassung von Herrn Assange eingesetzt? Das ist die erste Frage. Und zweitens, haben Sie das gerade ernst gemeint, Frau Hoffmann, dass man abwägen muss zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem staatlichen Schutz von Geheimnissen wie Kriegsverbrechen? Das meinen Sie ernst? Es gibt in diesem Fall eine grundsätzliche Frage vom Schutz Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten. Die müssen gegeneinander abgewogen werden. Also
Kriegsverbrechen sind berechtigte Sicherheitsinteressen von Staaten. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung. Ich habe gesagt, was in diesem Fall abgewogen werden muss. Das haben Sie gerade gesagt. So viel zum Thema, wir nehmen alle ernst. Aber jetzt kommt eine besondere Hassfigur, Lisa Paus. Ihr kennt sie. Und wo soll man da anfangen? Es gibt den aktuellen Spendenskandal um die Grünen, wo hier über Demokratie leben, Geld zum Beispiel an Hate Aid und so weiter ausgeschüttet wird. Also eine grüne Ministerin schüttet Geld an grüne Parteifreunde aus und alles soll man so hinnehmen. Allerdings ist unklar, inwieweit die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler künftig noch Mängel im Programm aufzeigen dürfen. Das Vertragswerk macht an vielen Stellen deutlich, wer künftig das Sagen haben wird. Die Auftragnehmerin ist bei der Leistungserbringung an Weisungen der Auftraggeberin gebunden, heißt es zum Beispiel. Zudem müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Themen ihrer Berichte mit dem Ministerium abklären, dürfen keine eigene Pressearbeit machen und sind in einigen Punkten zur Geheimhaltung verpflichtet. Aber die Notwendigkeit dieses Einsatzes, sie ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sehr unser politisches System und unser Rechtsstaat vor allem von rechtsextremistischen Gruppen bedroht und angegriffen wird. Oder ihr Skandal beim Arschebesuch in Berlin. Die schlimmste, die da gewesen ist, war Frau Paus. Sie hat ein paar Fotos gemacht und hat kein einziges Wort nach den Kindern gefragt. Allerschlimmste Beispiel war, als Lisa Paus bei uns war. Die ist durchs Haus gelaufen und hat dann als ersten Satz den Gründer der Arche angesprochen: Wie viele Gottesdienste lesen Sie denn so in der Woche? Also eine vollkommen planlose Frage. Sie hat sich nicht über die Kinder informiert. Sie hat nicht mit Kindern gesprochen. Sie wollte ein paar Fotos machen für ihre PR-Zwecke. Die Medien schreiben ja inzwischen und zeigen jeden Tag die Problematik, die wir in unserem Land haben. So viel zum Thema Familienminister. Shame on you, Lisa Paus. Wir haben jetzt noch Robert. Ja, Robert Habeck. Mr. Heizungsgesetz, es war doch alles nur ein Test. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen. Oder der KfW-Förderstopp über Nacht nennt man grüne Planungssicherheit. Danke an die ganzen Zusendungen. Mir hat jemand ein Buch gesendet mit den Wirtschaftserfolgen der Grünen. Ihr kennt es, die leeren Seiten. Wunderschön anzusehen. Ich weiß nicht, wer es mir geschickt hat. Ich weiß nur, es kommt aus dem Briefzentrum 97 aus dem Kreis Würzburg. Ich grüße und danke. Oder von Robert Habeck die neuesten Ambitionen jetzt doch Kanzler werden zu wollen. Ja, genau mein Humor. Man werde eingewechselt und es stehe 4-0 gegen dich, sagte er im Podcast. Wichtiger als der Titel des Kanzlerkandidaten sei jedoch wieder Vertrauen bei den Wählern aufzubauen. Oder Karl Lauterbach, unser Minister, der sich eventuell strafbar gemacht hat wegen Wählernötigung und Wählertäuschung. Lauterbach betonte, dass das RKI unabhängig von politischer Weisung gearbeitet habe und die geschwärzten Passagen dazu dienten, Mitarbeiter vor der Öffentlichkeit zu schützen. Ich habe ihn angezeigt, deswegen, wir werden sehen, ob bei den RKI-Files etwas rauskommt, aber auch die Krankenhausreform. Doch seine Pläne stoßen bei einigen auf harte Kritik. So auch sein neuer Plan zur Finanzierung des Personals. Dieser sieht ab 2025 eine gravierende Gesetzesänderung vor. Ab 2025 sollen nur noch qualifizierte Pflegekräfte, die bei der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt werden, im Pflegebudget berücksichtigt werden. Das bedeutet, weiteres medizinisches Fachpersonal muss anderweitig von den Krankenhäusern finanziert werden, etwa Physiotherapeuten, Logopäden oder auch Hebammen und Entbindungspfleger. Ihr könnt ja mal eure Ärzte fragen. Völliger Wahnsinn. Einfach nur Kopfschütteln. Oder Cem Özdemir, unser Herzgrüner. Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg beerben soll als grüner Ministerpräsident. Wer es glaubt, wird selig. Es Ländle hat's kapiert. Ist klar, wohin man ermittelt. Die Polizeidiktatur ist schuld. Halten Sie bitte die Fresse. Danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja. Wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade. Bitte Maul halten. Danke. Einfache Menschen bestrafen. Ja, jetzt gehen Sie mal bitte zur Seite. 200 Euro. Gehen Sie bitte zur Seite. Ich rede gerade. Gehen Sie mal zur Seite. Ja, so. Machen wir weiter. Mit seiner Fleischsteuer hat er jedem offenbart, welch Geisteskind er ist. Jetzt von den 7% auf 9% oder 10%, ich finde, das merken Sie kaum. Aber das Geld, was wir da einnehmen, wenn ich das
reinvestiere in die Stelle. Und da haben wir die ganzen Skandale von seinem Wohnhaus hier in Berlin-Kreuzberg noch gar nicht erzählt. Wir haben noch Boris Pistorius, Supermann, wenn er sich gerade nicht abhören lässt über seine Webex-Konferenzen, wenn seine Soldaten Taurus-Manöver gegen einen anderen Staat besprechen. Die Abhöraffäre bei der Luftwaffe, sie beherrscht die Schlagzeilen. Das interne Gespräch stellt Bundeswehr und Bundesregierung bloß. Der Verteidigungsminister berichtet, dass mittlerweile der militärische Abschirmdienst ermittelt, der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Oder wir erinnern uns an die kürzlichen Sabotageversuche bei der Bundeswehr. Über ein Loch im Zaun sollen einer oder mehrere Unbekannte aufs Gelände gekommen sein und die Trinkwasseranlage möglicherweise manipuliert haben. Das Trinkwasser wird weiter untersucht. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Eine Regierung, die nur aus Trümmerhaufen besteht, aus gescheiterten Persönlichkeiten, aus gescheiterten Existenzen. Mir hat die Woche die Frage einer gestellt, wenn Frau Faeser als Rechtsanwältin ihre Mandanten so gut vertreten hat wie das BMI in der Sache gegen Compact, kein Wunder, dass sie kein Interesse hat, ihr Ministeramt abzugeben. Ihr Job vorher war ähnlich schlecht anscheinend. Es ist hier völliger Wahnsinn, anders kann man das nicht beschreiben. Es ist wirklich die spätrömische Dekadenz. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Dagegen war Merkel Witz, wirklich ein Witz. Es geht hier einfach in schnellen Schritten zur Demontage des Wirtschaftsstandortes Deutschland, der deutschen Kultur, der deutschen Nation. Wir sollen aufgehen im Europa nicht mehr der Vaterländer, sondern im Europa der Europäischen Union, ja? The Union Leadership, Ursula von der Leyen. Ihr kennt diesen ganzen Wahnsinn. Ich kann einfach nur hier sitzen und mich amüsieren, dass ich inzwischen mehr wie eine Seite brauche, um den ganzen Schwachsinn dieser Ampel in Stichworte nur aufzuschreiben. Und ich habe nicht alle Minister gebracht. Ja, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Der vermutlich uninteressanteste und langweiligste Minister ist wohl wirklich der Justizminister, der Herr Buschmann mit seiner Gitarre und seinem Musikstück. Aber ihr kennt das Ganze. Abonniert den Kanal X und Telegram, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten AfD-Observer gibt es nicht mehr, ist jetzt Auswandern mit Kopf geworden. Kannst du gerne mal reinschauen, da gibt es jetzt regelmäßig Content über alles zum Thema Auswandern, vor allem auch, wie fängt man eigentlich damit an. Ansonsten kannst du noch einen Affiliate-Link unter diesem Video benutzen, um diesen Kanal zu unterstützen. Gleicher Preis für dich bei Amazon, kleine Provision für mich zur Weiterführung dieser Arbeit hier. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.